und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier es auch. Und heute probiere ich ein super leckeres Mittagessen, was super schnell zubereitet ist mit meiner Küchenmaschine. Und das ist ein leckerer Kartoffelgratin, aber diesmal mache ich ihn auf vegane Weise und das wird genauso lecker schmecken wie das Original, wenn ihr also Sahne verwendet, Butter und so weiter. Und ich verwende auch noch Süßkartoffel drin, das ist dann mal was anderes, gibt auch noch eine schöne Farbe. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für euer Kartoffelgratin braucht ihr natürlich als Hauptzutat Kartoffeln und da habe ich mich für die mehlig kochenden entschieden, denn die eignen sich am besten für Gratin und das seht ihr auch immer auf der Packung, da steht auch immer schön aufgeschrieben, wenn ihr euch mal unsicher seid oder so, für was die Verwendungszwecke sind. Also da am besten immer schauen, dann liegt ihr auch immer richtig. Und dann nehme ich natürlich auch noch ein bisschen Süßkartoffel, habe ich ja schon angekündigt. Das Ganze wird dann eben ein bisschen süßlich. Ich finde, sie schmeckt mir einfach super gut und ich mag ja süße Sachen. Und finde, dass dann die orangene Farbe davon auch sehr schön aussieht in dem Kartoffelgratin. Macht das Ganze ein bisschen bunt und ist natürlich beides sehr, sehr gesund. Und jetzt heißt es natürlich erstmal Kartoffeln schälen. So, meine Kartoffeln sind jetzt ganz schnell geschält gewesen und jetzt geht es weiter und zwar müssen die jetzt in wirklich dünne Scheiben geschnitten werden und am besten geht es natürlich oder am schnellsten auch mit der Küchenmaschine. Wenn ihr das natürlich nicht habt, dann nehmt ihr einfach diese normale Handraspel und nehmt da die feine Seite für Scheiben und könnt das Ganze schön raspeln. Das ist halt viel einfacher, als wenn ihr das von Hand mit dem Messer in Scheiben schneiden würdet. Da müssen die wirklich sehr, sehr dünn sein, damit es dann auch wirklich ein leckerer Kartoffelgratin wird und das richtig schön durchbackt. Denn so richtig dicke Scheiben, ja, das dauert dann halt natürlich auch länger, bis es weich wird und dann gibt es auch nicht so schöne Schichten und solche schönen Lagen. So, meine Scheiben sind jetzt natürlich schon in 0, nix fertig. Das waren ja wirklich ein paar Sekunden mit der Küchenmaschine und das Coole ist, dass die natürlich auch alle schön einheitlich sind und super genau. Wenn ihr natürlich keine Küchenmaschine habt, dann ist es ja auch gar nicht so schlimm, denn dann baut ihr natürlich Muskelkraft auf, indem ihr die Kartoffeln einfach von Hand reibt. Und jetzt kommt das Ganze in meine Auflaufform. Für den Geschmack gebe ich jetzt noch ein bisschen Zwiebeln hinzu. Ich habe jetzt hier zwei Schalotten, da könnt ihr natürlich auch ganz normale Zwiebeln verwenden und noch zwei kleine Knoblauchzehen. Wenn ihr das nicht gerne habt, dann könnt ihr das natürlich auch weglassen. Und das mache ich jetzt auch noch kurz in der Küchenmaschine und wechsle dafür einfach den Aufsatz. So, jetzt ist der Kartoffelgratin fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Soße herstellen und die besteht zur Hauptzutat aus Cashews. Und zwar habe ich diese jetzt hier schon eingeweicht. Also einfach kochendes Wasser drüber gegossen und eine halbe Stunde stehen lassen. Oder was ihr auch machen könnt, ist mit kaltem Wasser übergießen und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Und das funktioniert beides super gut. Und wichtig ist jetzt, dieses Einweichwasser abzuschütten, also nicht verwenden bitte. Dann nochmal die Cashews schön reinigen mit dem Wasser, also abspülen. Und dann benutzt ihr dann frisches Wasser. Dann für die Soße brauchen wir noch weitere Zutaten und zwar habe ich hier einmal Pfeffer, dann habe ich hier meine selbstgemachte Gemüsebrühepaste, dazu habe ich bereits ein Video gemacht und das verlinke ich euch dann in der Infobox. Und dann brauchen wir für den käsigen Geschmack, da ist die vegane Alternative Hefeflocken, das sieht so aus. Die geben dann wirklich so einen käsigen Geschmack und würzen das Ganze auch nochmal ganz gut und da würde ich dann einfach nach Geschmack würzen, bis euch die Soße einfach schmeckt. Also wichtig von der Konsistenz her sollte es einfach wie flüssige Sahne sein. Und jetzt kommt das Ganze einfach über unsere Kartoffeln, alles schön bedecken, schön reindrücken, platt drücken und dann kommt das Ganze auch schon in den Ofen. Wer hat zum Beispiel zu Hause einen Steamer, der kann den gerne benutzen. Das wird nämlich dann richtig lecker, da gibt es nämlich Funktionen für Gratin. Das könnt ihr dann mal ausprobieren, dann wird die oberste Schicht nicht zu trocken und verbrennt auch nicht so schnell. Aber ich habe sowas nicht und da habe ich mir Folgendes überlegt und zwar einfach so eine Keramikschüssel habe ich mit Wasser jetzt hier gefüllt und stelle die so unten in den Backofen und dann wird das Ganze wahrscheinlich auch nicht so trocken werden. Also ich probiere das Ganze jetzt mal für euch aus. Und so ist der Kartoffelgratin jetzt fertig, nach ungefähr 40 Minuten im Ofen. Da müsst ihr einfach ein bisschen schauen. Am besten stecht ihr mit einem Messer hinein und dann spürt ihr ganz schnell, ob es weich
ist und ob die Kartoffeln wirklich gar sind. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Auf meinem Blog freujanik.com, da habe ich die ganzen Mengenangaben für euch. Da schreibe ich natürlich immer wieder alles für euch auf. Also kommentiert mir gerne, wenn ihr es ausprobiert habt. Da freue ich mich nämlich immer riesig über euer Feedback, genauso wie hier auf YouTube. So, ich gehe jetzt Kartoffelgratin fotografieren und dann aufessen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Freujanik.